Meine sehr verehrten Damen und Herren, Verlage sind, wie wir alle wissen, Unternehmen besonderer Art. Mancher Verlag ist allerdings noch mehr als das, geradezu eine Marke. Das gilt im Bereich kunsthistorischer Bücher ganz bestimmt für den Deutschen Kunstverlag, der in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert und dessen Produktion seit Jahrzehnten mit grundlegenden Werken, den kunstwissenschaftlichen Studien, den Kunstdenkmälern, dem DeHio-Handbuch und nicht zuletzt mit der Zeitschrift für Kunstgeschichte zu den tragenden Institutionen des Publikationswesens in unserem Fach zählt. Das Jubiläum ist Anlass, in dieser Vortragsreihe über die Rolle der Kunstbuchverlage nachzudenken. Mir als dem letzten Redner dieser Reihe fällt nun die Aufgabe zu, heute an einem konkreten Beispiel über ein Langzeitprojekt in einem Verlag zu berichten, ungewöhnlich genug in einer Zeit, in der langfristigen Projekten das Odium des Langatmigen und Unbeweglichen, des Inaktiven anhaftet, ungewöhnlich auch, weil es nicht viele Künstler gibt, die mit einem ähnlich umfangreichen Oeuvre zu einer Arbeit veranlassten, die Jahre und Jahrzehnte dauert. Ich spreche über ein Langzeitprojekt, das in seiner Entstehungsgeschichte wie andere wissenschaftliche Langzeitunternehmungen auch Teil und Spiegel der Geschichte ist, nämlich das im Deutschen Kunstverlag nun seit immerhin 90 Jahren erscheinende Lebenswerk Karl Friedrich Schinkels. Die mittlerweile vorliegenden 22 Bände, Sie sehen hier im Bild das Exemplar des Zentralinstituts, der 2014 erschienene Band 22, der hier stehen müsste, fehlt. Er wurde offenbar gerade benutzt. Diese Bände bilden nicht nur die Lebensarbeit eines ungewöhnlich vielseitigen Künstlers ab, der weit mehr war als Architekt und Maler, und sie dokumentieren vieles im Krieg Zerstörte, endgültig Verlorene. Die vorliegenden Bände sind jedoch auch Quellenzeugnisse für die Geschichte der wissenschaftlichen Bearbeitung von Architektur, Bildkünsten, Kunstgewerbe, ja Formen des Design, ebenso wie der Denkmalpflege und Urbanistik im 19. Jahrhundert. Die Entstehungsgeschichte des Werks selbst bildet die Brechungen der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert ab, und nicht von ungefähr hat einer der langjährigen Herausgeber des Schinkelwerks, Helmut Börsch-Suppan, 2012 einen Überblick dazu unter dem Titel Gegenwartserfahrung und Geschichtsforschung gestellt. Die frühen Bände entstanden in den Jahren, als in der Weimarer Republik die Paläste und Schlösser der Monarchie und deren Mobiliar musealisiert worden waren, für manche Zeitgenossen Erinnerung an vergangene, verlorene Größe, für andere die Bemühung um eine objektivierende Historisierung eines historischen und künstlerischen Erbes. Die während der 40er Jahre publizierten Bände erschienen in einer Zeit, in der die Wahrnehmung Schinkels oft weniger bestimmt war durch seine vielseitige Originalität zwischen Geschichte und Poesie, um den Titel einer vor einigen Jahren veranstalteten Ausstellung zu zitieren, sondern durch die oft fast nostalgisch verklärende Vorstellung, in Schinkel erkenne man noch die Verkörperung eines idealen Preußens. In seinem Geleitwort zum ersten Berlin-Band über die Bauten für die Kunst, die Kirchen und die denkmalpflegerischen Bemühungen Schinkels in Berlin schrieb 1941 der Jurist Johannes Popitz ein Geleitwort, damals noch als preußischer Finanzminister. Später im Februar 1945 wurde er als Mitglied des Widerstands hingerichtet. So sehr der preußische Beitrag zur deutschen Geschichtsentwicklung durch Aktenerfassung und Forschung bekannt gemacht worden sei, so schrieb er, treffe dies doch nicht in gleichem Maß auf Preußens Beitrag zur deutschen Kunstgeschichte zu. Hier gelte es anzusetzen, solange die Tradition preußischen Kunstschaffens noch lebendig sei. Nach dem Untergang des Dritten Reichs und der Auflösung Preußens durch den Alliierten Kontrollrat 1947
lief eine derartige historische Konnotation ins Leere. Ja, schien sie Schinkel und sein Werk fast zu diskreditieren. Nach 1945 war die kontinuierliche Fortführung der Arbeit außerdem durch die Teilung Deutschlands erschwert. In all diesen Jahrzehnten, in denen Staatsformen und Herausgeber wechselten, erschien das Schinkelwerk als Projekt eines Verlags unter dem Dach des 1921 gegründeten Deutschen Kunstverlags. Dessen Geschichte ist bekannt. Ausgehend von den Beständen der ehemaligen preußischen Messbildanstalt, nun staatliche Bildstelle Berlin, sollten diese Materialien besser genutzt, besser vermarktet werden. Auf Anregung des preußischen Kulturministeriums schlossen sich zu diesem Zweck mehrere Verleger zu einer Gesellschaft zusammen, darunter der Leipziger Verleger Seemann und Walter de Gruyter, der 1924 alle Anteile am Verlag übernahm. 1939 ging der Verlag in den Besitz seiner Tochter und seines Schwiegersohns über. Dieser, Sie sehen ihn hier links im Bild, der Kunsthistoriker Burkhard Meyer, der bei Georg de Hio in Straßburg studiert hatte und 1911 bei Adolf Goldschmidt in Halle promoviert worden war, hatte zunächst an den Museen von Berlin, Münster und Halle gearbeitet und war dann einer der Geschäftsführer des neuen Verlags geworden. Versucht man nun, die Zusammenarbeit von Verlag und den Herausgebern des Schinkelwerks zu beschreiben, ist man vor 1945 vor allem auf die gedruckten Publikationen angewiesen, deren Vorwörter und Einleitungen Hinweise auf die Entstehung der Bücher geben. Gewiss enthält auch der Nachlass des ersten Herausgebers, Paul Ortwin Raabe, im Zentralarchiv der Staatlichen Museen zu Berlin noch viele Hinweise. Die etwa 2,5 Meter umfassen Tagebücher, Notizen zu seinen Tätigkeiten im Museum und an der Universität und eben auch Korrespondenz aus der Zeit zwischen 1921 und 1962. Die Pandemie hat leider verhindert, Raabes Kontakte zu Autoren und zum Deutschen Kunstverlag auch anhand dieses Materials nachzuzeichnen. Das Vorwort zu dem 1952 erschienenen Pommernband beendete Raabe mit einem nachdrücklichen Dank an den Deutschen Kunstverlag, der es, Zitat, wie eine Ehrenpflicht betrachte, das unter so anderen Verhältnissen begonnene Unternehmen des Schinkelwerks fortzuführen. Die Unterlagen zum Schinkel-Projekt im Archiv des Verlags sind zusammen mit den gesamten Verlagsbeständen am Ende des Zweiten Weltkriegs in Berlin untergegangen. Nur durch Zufall blieb eine Briefkopie Meyers erhalten, der 1943 beim Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung ansuchte, sein Prokurist Ernst Herrmann möge weiterhin vom Wehrdienst freigestellt werden. Die Fortführung gerade des Schinkelwerks würde durch das Ausscheiden von Herrmann nicht nur wesentliche Verzögerungen erfahren, sondern grundsätzlich gefährdet sein, da die, Zitat, gute Haltung dieser Bände des Schinkelwerks in erster Linie ihm, Herrmann, zu danken sei. Kurz nachdem Meyer nach dem Ende des Kriegs im Oktober 1945 eine amerikanische Verlagslizenz erhalten hatte, starb er 1946. 2 Jahre später wurde der Verlag in eine GmbH mit Sitz in München und Niederlassung in Berlin umgewandelt. Gesellschafter wurden die Witwe Ellen Meyer und der gerade erwähnte Ernst Herrmann. Von Herrmann ist im Verlag aus dem September 1948 ein Bericht erhalten, in dem er den Status quo in Berlin schilderte und dabei festhielt, der Autor des Bandes über die Möbel im Schinkelwerk, Johannes Sievers, frage kategorisch, Zitat, ob der Verlag noch eine Möglichkeit sehe, sein Werk herauszubringen. Er möchte sein Werk umgehend fertiggestellt wissen. Herrmann konnte diese Frage nur ebenso kritisch wie lakonisch kommentieren. Dies sei derzeit, Zitat, in den Berliner Verhältnissen ein etwas törichtes Ansinnen. Alle diese Entscheidungen seien schwer zu treffen.
da ja dem Verlag das dringendste Betriebskapital fehle. Der Band von Johannes Sievers konnte dann aber im Jahr 1950 erscheinen. Die weitere Verlagsgeschichte ist rasch erzählt. 1961 wurde Meyers Sohn Michael Meyer Gesellschafter, der den Verlag 30 Jahre später, 1991, verkaufte. Nach weiteren Besitzerwechseln ist der Verlag seit einiger Zeit ein eigenständiger Teil des Wissenschaftsverlags Walter de Gruyter und nach wie vor der Verlag des Schinkelwerks, von dem gemäß der aktuell gültigen Planung noch zwei Bände ausstehen. Schinkels Nachlass mit über 4000 Zeichnungen und umfangreichem schriftlichem Material war nach dem Tod von Schinkels Witwe 1861 der Bauakademie übergeben worden, für die Schinkel den berühmten 1832 bis 1836 errichteten Neubau entworfen hatte. Man richtete dort mehrere Räume ein, in denen, wie im sogenannten Roten Zimmer, auch die Abgusssammlung Schinkels ausgestellt wurde. Als man die Bauakademie 1879 mit der Berliner Gewerbeakademie vereinigte und die Technische Hochschule Charlottenburg gründete, die Vorläuferinstitution der Technischen Universität Berlin, kam der Nachlass nach Charlottenburg in die Technische Hochschule, wo es nun ein Schinkel-Museum gab. Als 1931 der 150. Geburtstag Schinkels begangen werden sollte, war dies Anlass, den Nachlass Schinkels an einem neuen Ort deutlicher zur Geltung zu bringen, als dies bisher möglich gewesen war, zumal die bisherige Unterbringung und Präsentation trotz des Einsatzes von Max Georg Zimmermann, dem ersten Kunsthistoriker, der dieses Museum leitete, Sie haben ihn gerade gesehen, als unbefriedigend empfunden wurde. Ludwig Justi, der Direktor der Nationalgalerie, ließ die Bestände ins Prinzessinnenpalais bringen, neben dem Kronprinzenpalais mit der modernen Sammlung, und beauftragte seinen Mitarbeiter Paul Ortwin Rave mit der Einrichtung der Räume. Rave, damals Konservator an der Nationalgalerie, baute nun das neue Schinkel-Museum im Prinzessinnenpalais unter den Linden 5 auf, einem Bau des 18. Jahrhunderts, den Heinrich Gentz im Innern umgestaltet und erweitert hatte. Nur zwei Impressionen aus dem Schinkel-Museum, der Säulensaal nach Norden, den Sie hier sehen, mit den Entwürfen zu den Wandbildern des alten Museums und den Zeichnungen der italienischen Reise. Im grünen Eckzimmer hing eines der berühmtesten Gemälde Schinkels, Mittelalterliche Stadt an einem Fluss von 1815. Mitten im Raum stand der Kandelaber aus Terrakotta, der nach Schinkels Entwurf um 1824 ausgeführt worden war. Rave, 1893 geboren, hatte in Berlin studiert und war hatte in Bonn studiert und war bei Paul Klemen 1922 promoviert worden. Anschließend arbeitete er an der Nationalgalerie in Berlin, wo er mit Ludwig Justi die Sammlung moderner Kunst aufbaute. 1937 übernahm er die kommissarische Leitung der Sammlung im Kronprinzenpalais, dann die Direktion der Nationalgalerie, deren von den Machthabern als entartete Kunst eingeschätzte moderne Bestände er gegen die Kulturpolitik der NS-Zeit zu verteidigen suchte. Er blieb auch nach dem Krieg Direktor, trat aber 1950 zurück, als die Teilung Berlins und damit auch des Museums unveränderlich geworden schien. Bis 1961 leitete er dann die Kunstbibliothek in West-Berlin. Was man über Schinkel wusste, kam aus unterschiedlichen Quellen und spiegelte allenfalls Teile seines Werks, gab nur unzureichend Auskunft über sein Oeuvre als Künstler. Schinkels Schwiegersohn Alfred von Wollzogen hatte Teile des Nachlasses herausgegeben und ausgewählte Dokumente und Briefe publiziert, allerdings im Stil der Zeit und durchaus, wie er selbst schrieb, kleine Retuschen vorgenommen.
Trotz des grundsätzlichen Verdiensts, das er damit erworben hatte, stieß diese editorische Freiheit auf Kritik. Raabe monierte 1943, Zitat, diese Auswahl, besorgt von der pietätvoll nachbessernden und verschleifenden Hand eines Verwandten und ganz in der biederen, dem ursprünglichen Wortlaut gegenüber unkritischen Haltung seiner Zeit, muss den Wunsch nach einer Ausgabe erregen, die so genau wie umfassend sein sollte. Was darüber hinaus über Schinkel bekannt war, ging wesentlich auf die biografischen Texte von Franz Kugler, Otto Friedrich Gruppe und Gustav Friedrich Wagen aus den Jahren um 1840 zurück. Erst mit der Moderne, etwa mit Architekten wie Peter Behrens und dem neuen Bauen nach 1910, war es wieder zu einem stärkeren Interesse an Schinkel gekommen, nachdem, wie Raabe ebenfalls 1943 schrieb, man in den Gründerjahren seinen Namen kaum mehr gekannt habe, geschweige denn, was der Mann gewesen. Die Feierlichkeiten 1931 gaben den Anstoß zur Vorbereitung einer neuen, mehrbändigen Publikation, um das Lebenswerk Schinkels umfassend darzustellen. Die Akademie des Bauwesens, 1929 als eine dem preußischen Finanzministerium nachgeordnete Behörde neu organisiert, bildete einen Ausschuss, dem Architekten, Baubeamte und Denkmalpfleger angehörten. Raabe wurde als dessen Schriftführer bestimmt. Er veröffentlichte 1934 und 1935 den Stand der Planungen. Die Gliederung des Werks wurde im Vorwort zu dem 1941, 100 Jahre nach Schinkels erschienenen ersten Band, dem ersten Teil zu Berlin, genauer vorgestellt. Die bisher Schinkel gewidmeten Veröffentlichungen hätten zwar die Kenntnisse über ihn bereichert, aber nicht zu einem erschöpfenden Ergebnis geführt. Es fehle immer noch eine auf gewissenhafter Forschung beruhende Feststellung, Zitat, über das Maß der Beteiligung oder entscheidenden Mitwirkung Schinkels bei zahlreichen baulichen Schöpfungen seiner Zeit. Raabe selbst schrieb in seinem Vorwort zum ersten Teil seiner Berlin-Bände nicht ohne Emphase, so soll ein möglichst erschöpfendes Bild des Schaffens und der Persönlichkeit Karl Friedrich Schinkels gegeben werden. Ein großes Sammelwerk soll entstehen, das unter Verzicht auf eigene Werturteile umfassend und rein den Tatbestand festlegt für das Gesamtwirken dieses größten preußischen Baukünstlers. Der ehrgeizige Plan sah vor, das Werk in zwei Abteilungen zu gliedern. Die erste sollte in 10 Bänden den Architekten Schinkel vorstellen, 2 Bände die Schlösser in Berlin, Potsdam und Umgebung und Bauten des Staats, der Stadt und ihrer Bürger in Berlin vorstellen. Bände zu Potsdam, der Mark Brandenburg, Ost- und Westpreußen sollten folgen, ebenso zur Provinz Posen, zu Pommern, zur preußischen Provinz Sachsen, Schlesien, Rheinland und Westfalen, sowie einer zu den Ländern außerhalb Preußens. In einer zweiten Abteilung plante man, freies Schaffen, Kunst, Pflege und Leben zu behandeln. Dies sollte in insgesamt 5 Bänden geschehen, die den Maler, seine Entwürfe für das Kunsthandwerk und für Werke der Bildhauerei, auch seine Denkmalentwürfe, seinen Beitrag zu Kunsterziehung und Kunstforschung, ferner seine Reisen und sein Leben behandeln sollten. In diesem letzten Band sollten auch die Briefe an Familienmitglieder und Freunde ihren Platz erhalten. Raabe sammelte als Bearbeiter einen Kreis von 9 Kollegen, die durch ihre Forschungen oder als Denkmalpfleger mit den Werken vertraut waren. Er selbst hatte vorab 1935 als Beiheft des Schriftums der deutschen Kunst eine 400 Titel umfassende Bibliografie beim Deutschen Verein für Kunstwissenschaft herausgebracht, in der die künftigen Autoren als Schinkel-Fachleute vertreten und mit ihren Arbeitsgebieten genannt waren. Unter anderem Günter Grundmann,
für Schlesien. Sein Band erschien 1941. Hans Junecke für Sachsen, Thüringen oder Bayern. Ferner Hans Kania, dessen Potsdam-Band 1939 als gezählter Band 1 das Schinkelwerk eröffnete. Karl von Lorck für West- und Ostpreußen, Polen, Russland und Schinkels Entwürfe für Athen. Georg Pönsken für die Arbeiten im Auftrag des preußischen Königs. Theodor Rensing für Westfalen. Hans Vogel für Pommern, Hamburg, Hannover und Oslo. Und nicht zuletzt der schon erwähnte Johannes Sievers, der für die Aufträge der königlichen Prinzen zuständig sein sollte und der 1936 gewissermaßen als Probelauf eine vorläufige Studie zum Palais des Prinzen August im Deutschen Kunstverlag vorlegte. Sievers hatte in München und Berlin studiert, war 1908 als Schüler Adolf Goldschmidts promoviert worden und nach seiner Assistentenzeit an den Berliner Museen 1912 Referent für Kunstangelegenheiten im preußischen Kulturministerium. 1919 wurde er Legationsrat und Leiter der Kunstabteilung des Auswärtigen Amts, war 1925 bis 1933 zuständig für die Umgestaltung des an den Staat gefallenen Schlosses Köpenick bei Berlin, einst Besitz des preußischen Prinzen Karl. Der mit Max Slevogt und Käthe Kollwitz, für die er ein Werkverzeichnis zusammenstellte, befreundete Kunsthistoriker, wurde 1933 wegen seiner Förderung moderner Kunst in den einstweiligen Ruhestand versetzt und 1937 zwangspensioniert. Sievers schrieb für das Schinkelwerk 4 Bände. 3 Bände über die Bauten für die Prinzen, 1942 jene des Prinzen Karl. Hier ist im Archiv des Verlags sogar ein Sonderdruck seiner Einleitung über den Prinzen als Bauherrn, Kunstsammler und die Rolle Schinkels als sein Berater erhalten geblieben. Der Band von Sievers über die Bauten für Prinz Karl behandelt das Schloss Klein-Glienicke und das 1945 zerstörte Palais des Prinzen am Wilhelmsplatz, das, als Sievers darüber schrieb, als Ministerium genutzt wurde in den 1930er Jahren als Sitz des Propagandaministers und das damals noch vieles an alter originaler Ausstattung und Mobiliar enthielt. Sievers hatte noch einen weiteren Band übernommen. Er stammte nicht nur aus der Familie des an den Wand- und Deckenmalereien des neuen Museums beteiligten Hofzimmermalers Georg Sievers, sondern war auch ein direkter Nachkomme des immer wieder für Schinkel tätigen Hoftischlers Karl Wanschaff, der ebenso wie etwa Christian Sevenin Möbelentwürfe Schinkels in seiner Berliner Werkstätte realisierte. So lag es nahe, dass Sievers sich auch für die Möbelentwürfe Schinkels interessierte und den entsprechenden Band in Angriff nahm. Rabe, der als Schriftleiter der herausgebenden Kommission mit größtem Engagement neben seiner beruflichen Tätigkeit am Museum die Redaktion der Bände übernahm, wurde, wie auch die Autoren, im Ministerium unterstützt durch Johannes Popitz, vor allem aber durch die Kolleginnen und Kollegen in Berlin, besonders in der Verwaltung der staatlichen Schlösser und Gärten, wo in jenen Jahren Ernst Gall und die noch junge Margarete Kühn arbeiteten, seitens des Verlags besonders durch Ernst Herrmann, dem Sievers 1942 aufrichtig für seine unermüdliche Mitarbeit bei der schwierigen Drucklegung dieses Werkes dankte. Schon die noch in den 40er Jahren erschienenen Bände zeigen, dass sich die erste Gliederung nicht wie geplant verwirklichen ließ. Rheinland und Westfalen sollten nun in 2 Bänden erscheinen. Auch der geplante Band zu den Bauten für die Prinzen wurde geteilt und erschien in 3 Teilbänden 1942, 54 und 55. Die ersten Bände belegen aber auch, dass ein überzeugendes, auf alle Bereiche anwendbares Konzept für das Gesamtwerk nicht entwickelt worden war, ebenso wenig verbindliche und für alle Bearbeiter verpflichtende Regularien. Der Berliner Kunsthistoriker Stefan Welzold, der in einem 1994 erschienenen Sammelband
ausgewählte Aufsätze Rades herausgab und für den Band eine ausführliche Würdigung beisteuerte, konstatierte, Raabe sei in erster Linie Architekturhistoriker gewesen, jedoch auch ein schriftstellender Gelehrter und hohe Verantwortung tragender Museumsbeamter. Wetzold erwähnte, Zitat, eher erheiternde Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit der Redaktion des Schinkelwerks, vor allem mit Johannes Sievers, über Raabes Verlangen, Fremdworte zu vermeiden. Er war auch gegen allzu ausgebreitete Anmerkungen. Raabes methodisches Ziel war es, ganz im Sinne einer positivistischen, einer strengen positivistischen Bestandsaufnahme mit dem Schinkelwerk alle verfügbaren Quellen bereitzustellen und die einzelnen Werke selbst so genau und vollständig wie möglich zu präsentieren. 1962, in seinem Vorwort zum dritten Berlin-Band, liest sich diese Absicht geradezu bekenntnishaft. Raabe schreibt, denn von Anfang an war das Schinkelwerk als eine vollgültige Dokumentation geplant und ist als solche zu betrachten. Ziel und Absicht waren nicht kunsthistorische Würdigung oder Einordnung in das Schaffen von Schinkels Zeitgenossen, als vielmehr Darstellung, die auf einer möglichst umfassenden Darbietung des Stoffes beruht. Der Künstler in erster Linie soll sprechen und das kann hier nur geschehen durch die Wiedergabe seiner Werke, so weit wie angänglich. 1941 erschien der von Günter Grundmann, damals Provinzialkonservator in Breslau, verfasste Band zu Schlesien. Die Einschränkungen des Krieges hatten nun auch Verlag und Autoren erfasst. Der Band zu Pommern von Hans Vogel, seit 1942 für den Druck bereit, ging zweimal zugrunde, wenngleich Manuskript und Bildvorlagen gerettet werden konnten. Karl von Lorck büßte bis auf ein kleines Textfragment alle Vorarbeiten für Ost- und Westpreußen ein. Verloren gingen auch die Bildvorlagen des Rheinland-Bandes von Ela Grashoff, der sein Manuskript 1939 beendet hatte. Dieses Material lag später der Neubearbeitung des 1968 publizierten Bandes von Eva Brüjes zugrunde. Auch das Material für den zweiten Berlin-Band, die Bauten für den Königlichen Hof, die Georg Pönsken bearbeiten wollte, ging 1945 verloren. Raabe unternahm es in unbeirrbarer Beständigkeit und mit enormer Tatkraft, nach 1945 das Schinkelwerk fortzuführen, so wie es eben möglich war, trotz aller Verluste. Viele Bauten Schinkels waren im Krieg zerstört. Vieles an erhaltener, wenn auch beschädigter, originaler Bausubstanz wurde in der Nachkriegszeit, ungeachtet ihrer historischen und kunsthistorischen Bedeutung, abgeräumt. 1961 noch die Ruine der Bauakademie. Archivalien waren vernichtet oder unzugänglich, die Bestände des Schinkelmuseums, vor allem die Zeichnungen, nicht erreichbar, weil abtransportiert. Sie kamen erst 1958, wenn auch mit Verlusten, aus Russland an die Nationalgalerie in Ost-Berlin zurück. Auch die ehemals deutschen Ostgebiete waren nicht mehr zugänglich und Kontakte über die Grenzen hinweg merklich erschwert. Das Archiv des Schinkelwerks mit Fotos, Akten und vielen gedruckten Unterlagen verbrannte 1945 im Keller der Bauakademie. Raabe beklagte in einem Brief 1952, dass auch hunderte von Schinkelbriefen in Originalen und Abschriften verschollen seien, die er gesammelt hatte für ein Buch Freundesbriefe Schinkels. Hinzu kam, dass nicht nur Raabe von der Nationalgalerie in den Westteil Berlins gewechselt war, auch der Deutsche Kunstverlag hatte seinen Sitz nach München verlegt und die Akademie für Bauwesen, bis dahin herausgebende Institution, bestand nicht mehr, sodass Raabe die Verantwortung als alleiniger Herausgeber übernahm. Er sorgte dafür, dass weiterhin Bände des Schinkelwerks erschienen, obwohl die Produktion von Büchern in der unmittelbaren Nachkriegszeit von großen Schwierigkeiten begleitet waren. Der eingangs zitierte Bericht Ernst Hermanns von 1948 enthält auch dessen Klage, das für Bücher zur Verfügung stehende Papier sei so minderwertig, dass man es nicht verantworten könne, darauf Bücher zu drucken.
Die Bände aus den Nachkriegsjahren sind Zeugnisse für diesen Zustand. Gerade etwa Raves eigener zweiter Band zu Berlin von 1948, in dem es um Schinkels Stadtplanung ging. Der Möbelband von Sievers, 1950, schon auf besserem Papier gedruckt, hatte mit anderen Problemen zu kämpfen. Sein im Herbst 1950 verfasstes Vorwort belegt die Erschwernisse dieser Zeit, die nicht nur die Arbeit von Sievers behinderten. Er schrieb: Besitzerangaben und Aufbewahrungsorte der besprochenen Möbel, Bilder, Zeichnungen und Akten sind durch den Krieg vielfachen Veränderungen unterworfen worden. Neben als unsicher anzusehenden völligen Verlusten stehen solche, die vorläufig nur vermutet werden können. Manches verblieb noch in den Bergungsorten oder ist derzeit verschollen. Sammlungen, Bibliotheken und Archive hörten auf zu bestehen oder wechselten ihre Namen. So wurde es erforderlich, die entsprechenden Hinweise in der Form beizubehalten, wie sie bis zum Ende des Jahres 1944 zutrafen und somit unverändert aus dem im Lauf der letzten 30 Jahre gesammelten Material zu übernehmen waren. Soweit Sievers. 1952, als der Pommernband erschien, erreichte Rave, dass die wiederbelebte Deutsche Forschungsgemeinschaft den Druck des Schinkelwerks unterstützte. Rave kam zugute, dass die Autoren durchweg politisch unbelastet waren. Vogel und Sievers etwa hatten 1933 unter den neuen Machthabern ihre Ämter und Positionen verloren. Rave bemühte sich aber auch um jüngere Mitarbeiter. Das Buch von Hans Kania über Brandenburg, deutlich unter den Einschränkungen der Kriegszeit verfasst, wurde von Hans Herbert Möller revidiert und 1956 zum Druck gebracht. Statt des zunächst vorgesehenen Bearbeiters übernahm Ludwig Schreiner den Band über Westfalen, mit dessen 1965 abgeschlossenem Manuskript er sich habilitierte. Als Buch erschien es 1969. Es war umfangreicher als die bisherigen Bände und überschritt die von Rave gesetzten und bisher streng beachteten Grenzen deutlich. Der Band über die preußischen Rheinlande, seit 1959 in Arbeit und 1968 gedruckt, war noch umfangreicher. Hans Junecke, ein 1947 in Halle habilitierter Architekturhistoriker, war 1951 in den Westen geflohen, wo er zunächst an der Freien Universität als Dozent bis 1966 dann als überaus angesehener und vielbeschäftigter Hochschullehrer tätig war. Er hatte die von ihm angefertigten Exzerpte nach Archivalien mit in den Westen genommen, doch gelang es ihm nicht, seinen Band über die Provinz Sachsen, mit dem er seit 1931 beschäftigt war, fertigzustellen. Rave hoffte darauf, mit seinem dritten Band 1962 auch andere Manuskripte noch zum Druck zu bringen. Mit der Rückkehr der Schinkelzeichnungen nach Berlin war ein wichtiger Komplex von Originalen wieder näher gerückt. Rave erhielt Unterstützung, Fotos und Auskünfte durch den Kurator an der Ostberliner Nationalgalerie, den Kunsthistoriker Gottfried Riemann, eine mutige und selbstlose Hilfe über politische Grenzen hinweg, die zwar durch den Mauerbau 1961 zusätzliche Behinderungen erfuhr, aber in all den Jahren nie ausblieb, eine Verbindung in der Wissenschaft, die sich von politischen Grenzziehungen nicht unterdrücken ließ und die Schinkels Andenken als eines unideologischen Künstlers auf ganz eigene Weise ehrte. Dennoch war Rave oft deprimiert. Er schrieb im März 1962 an einen Mitarbeiter der Deutschen Forschungsgemeinschaft: Manchmal bin ich an der Aufgabe schier verzweifelt und Sie würden es mir nachfühlen, erzählte ich Ihnen von den Schwierigkeiten auch hier seit dem 13. August. 3 Monate später, im März 1962, verstarb Rave im Alter von 69 Jahren. Die Herausgeberschaft ging nun über an Margarete Kühn, die legendäre Direktorin der Berliner Schlösserverwaltung, die nach der Promotion 1928 in München an die preußische Schlösserverwaltung gekommen und für Schloss Charlottenburg zuständig gewesen war. Nach 1945 übernahm sie in dem in 4 Sektoren geteilten Berlin die Leitung der Verwaltung der Schlösser und Gärten, konnte aber die Räumung des Stadtschlosses nicht verhindern.
Als Direktorin der Westberliner Schlösserverwaltung erreichte sie dann jedoch den Wiederaufbau des Schlosses Charlottenburg und die partielle Rekonstruktion der Innenräume. Als Raabe starb, war sie nicht nur längst eine anerkannte Autorität in Fragen der Kunstgeschichte Preußens, unbestrittene Sachwalterin eines politisch angefochtenen und geteilten kulturellen Erbes, sondern auch Herausgeberin der Zeitschrift für Kunstgeschichte. War es Raabe noch gelungen, mit der ihm offenbar eigenen Überzeugungskraft und persönlichen Ausstrahlung Autorinnen und Autoren zu motivieren und 11 Bände zum Druck zu bringen, verlangsamte sich das Arbeitstempo nun deutlich. Alle bewunderten Grete Kühn wegen ihrer Verdienste, ihrer Entschlossenheit und ihres listenreichen Durchsetzungsvermögens als kluge und liebenswürdige Frau, die sich in einer Welt von Männern behaupten konnte. Rainer Hausherr beschrieb sie, Zitat, souverän und herrscherlich, großzügig, mühelos Kontakte zu viel Jüngeren findend, Autorität und Integrität vereinend. Zitat Ende. Aber auch die ihr Wohlgesonnenen konnten in ihren Nachrufen nicht verschweigen, dass ihre persönliche wissenschaftliche Arbeitsweise eine Mischung aus Gründlichkeit und wohl auch gewissen methodischen Zweifeln an der vitalen Herausgeberschaft Raabes und ihre vielfältigen zeitraubenden Arbeitsbereiche und Tätigkeitsfelder die Arbeit hemmten und retardierten. Eine Entwicklung, die ihr selbst missfiel. Helmut Börsch-Supan beschrieb den unter Margarete Kühn schwerwiegend veränderten Stil der Redaktion. Auf das Allegro vivace sei ein Lento assai gefolgt. Rainer Hausherr kleidete dies in die schöne Metapher, wer sie in diesen Jahren beobachtet habe, habe fürchten müssen, sie arbeite wie Penelope. In den 33 Jahren, in denen sie als Herausgeber verantwortlich war, erschienen 5 Bände. Das als strenge Quellenpublikation konzipierte Schinkelberg erfuhr in den Bänden zum Rheinland, vor allem im Westfalenband, eine Erweiterung in den großen Bereich der Schinkel-Rezeption hinein. Schinkel war als Leiter der Oberbaudeputation vor allem als Gutachter in Westfalen tätig gewesen, sodass sein Anteil eher in der Anregung lag als im Entwurf. Der Westfalenband, wie es die späteren Herausgeber Börsch-Supan und Riemann resümierten, sei als erste umfassende Veröffentlichung über die Baukunst des Klassizismus in Westfalen Ansatzpunkt für eine Bearbeitung der westfälischen Architektur des 19. Jahrhunderts. Raabe hatte um 1960 die Idee, das verstreute zeichnerische und schriftliche Material zur Architektur in Schinkels Nachlass zusammenzufassen. Auf Fragen geht die Nachricht zurück, Schinkel habe in Jahrzehnten seine Ideen und Vorstellungen zur Architektur verschriftlicht, in der Absicht, daraus ein Handbuch, ein Lehrbuch zur Architektur zu machen. Für die Bearbeitung dieses Materials gewann Raabe Gerd Peschken, der eine hypothetische Rekonstruktion des architektonischen Lehrbuchs versuchte, ein Buch, mit dem er sich an der Technischen Hochschule, Entschuldigung, an der Technischen Universität in Berlin habilitierte. Margarete Kühn und er gerieten nicht nur über die Rekonstruktion des ovalen Saals in Charlottenburg in Streit, sondern auch über sein Manuskript, nicht zuletzt über Peschkens Einschätzung, das Schinkelwerk sei ein Instrument konservativer Kulturpolitik gewesen, der sie in einem ausführlichen Vorwort widersprach. Sie honorierte Peschkens Bemühung, moderne editorische Grundsätze anzuwenden, ließ aber die Drucklegung erst mit großer Verspätung 1979 zu. Leopold Ettlinger hatte schon 1937 bezweifelt, dass aus den Fragmenten das Lehrbuch zu rekonstruieren sei. Peschkens Rekonstruktionsversuch und die von ihm beschriebene Entwicklung von Schinkels künstlerischem Denken in 5 Zeitabschnitten setzten eine noch andauernde Diskussion in Gang, bei der manche Autoren sogar grundsätzlich daran Zweifel äußerten, dass Schinkel ein solches Lehrbuch beabsichtigt haben könnte. Wie immer man sich in der architekturhistorischen Forschung zum Versuch Peschkens stellt, nicht zu bestreiten ist, dass der Band innerhalb des Schinkelwerks eine Sonderrolle einnimmt
und die bisher bis dahin übliche Konzeption des Werks völlig außer Acht ließ. Margarete Kühn selbst erarbeitete, unterstützt von mehreren Kollegen, den 1989 erschienenen Band über die Bauten und Entwürfe Schinkels im Ausland für Griechenland, Russland, Litauen, Lettland, Polen und Böhmen. Vorgesehen war auch die Bearbeitung des Tagebuchs der Englandreise von 1826 durch Gottfried Riemann, der 1967 in Halle mit einer Dissertation zu diesem Thema promoviert worden war, der das Tagebuch bestens kannte und durch seine Mitarbeit an Ausstellungen 1981 und 82 bestens dafür vorbereitet war, aber der von seinen Vorgesetzten in der Ostberliner Nationalgalerie keine Erlaubnis erhielt, dafür nach England zu reisen. Stattdessen veröffentlichte er 1986 in Ostberlin ein Buch zu diesem Thema. Für das Schinkelwerk bearbeitete die Englandreise Reinhard Wegener. Wesentlich umfangreicher war die schriftliche und zeichnerische Hinterlassenschaft im Nachlass Schinkels zu den beiden Italienreisen 1803 bis 1805 und 1824. Ein Material, an dem seit 1966 Georg Friedrich Koch arbeitete. Das Manuskript war 1991 abgeschlossen und lag mit Ergänzungen von Helmut Börsch-Supan und Gottfried Riemann dann 2006 im Druck vor. Damit sind mit Gottfried Riemann und Helmut Börsch-Supan sind die beiden Kunsthistoriker genannt, die nach dem Tod Margarete Kühns von 1991 bis 2015 die Herausgeberschaft übernommen hatten und dies unter dem Schirm und im Auftrag des Deutschen Vereins für Kunstwissenschaft tun wollten. Sie entschlossen sich, nach der Wiedervereinigung gemeinsam diese Aufgabe wahrzunehmen und ihre reichen, im Osten und im Westen Deutschlands erworbenen Kenntnisse und Kompetenzen zu Schinkel zusammenzuführen und für dieses Projekt nutzbar zu machen. Der im Jahr 2019 verstorbene Gottfried Riemann war nach dem Studium in Halle, Leipzig und Berlin für die Handzeichnungen an der Nationalgalerie in Ostberlin zuständig und damit speziell auch für die Mappen und 4000 Schinkelzeichnungen nach ihrer Rückkehr aus Russland. 1967 wurde er mit einer Dissertation zu Schinkel promoviert, führte viel beachtete Ausstellungen durch und publizierte. Nach 1989 konnte Riemann dank seiner politischen Integrität auf dieser Position weiterarbeiten. Im Ruhestand 1996 widmete er sich intensiv der Mitarbeit am Schinkelwerk. Helmut Börsch-Supan war 1958 in West-Berlin promoviert worden und seit 1961 in der Verwaltung der staatlichen Schlösser und Gärten in Berlin tätig. Er betreute jahrzehntelang die bildende Kunst der Berliner Schlösser und lehrte als Professor an der Freien Universität. Er beschäftigte sich immer wieder und beschäftigt sich bis heute immer noch mit der Kunst des 18. und 19. Jahrhunderts, publizierte grundlegende Studien zu Caspar David Friedrich und Karl Friedrich Schinkel. Die neuen Herausgeber sorgten dafür, dass die nun im Format kleineren, im Umfang, Sie sehen sich hier die blauen Bände, wie gesagt, der sechste in dieser Reihe fehlt, dass die nun im Format kleineren, im Umfang aber deutlich umfangreicheren Bände des Schinkelwerks erschienen. Über die Bühnenentwürfe von Ulrike Harten auf der Grundlage ihrer Kieler Dissertation, über Ost- und Westpreußen mit dem Großherzogtum Posen von Eva Börsch-Supan 2003 und über Schinkels Bilderfindungen von Helmut Börsch-Supan 2007, über die Arbeiten von Friedrich Wilhelm III. Und seinen Sohn, später Friedrich Wilhelm IV., wiederum von Eva Börsch-Supan 2011 und 2014 der Band über die preußische Provinz Sachsen nach einer langen und komplizierten Entstehungsgeschichte, an der Hans Junecke, Martina Abri, Dieter Dolgner, Eva Börsch-Supan und Thorsten Kahlbaum beteiligt waren. Für das letzte Jahrzehnt in der Geschichte des Schinkelwerks bin ich selbst Zeitzeuge. Ich habe mit großer Anteilnahme erlebt, wie sehr Schinkel
als künstlerische Persönlichkeit bis heute zu faszinieren vermag und über die Generationen hinweg gleichermaßen Auslöser und Gegenstand engagierter wissenschaftlicher Anstrengung werden kann. Ich habe voll Bewunderung erlebt, mit wie viel Einsatz die Herausgeber Bösch, Supan und Riemann ihre Aufgabe wahrnahmen und wie sehr dem Deutschen Kunstverlag dieses Projekt trotz seiner Langwierigkeit am Herzen lag und immer noch liegt. Die beiden Herausgeber haben 2015 aus Altersgründen die Herausgeberschaft an den Verein zurückgegeben. Über Vergangenheit und Gegenwart des Schinkelwerks habe ich berichtet. Doch wie sieht seine Zukunft aus? Der seit langem gültigen Planung zufolge fehlen noch zwei Bände. Der eine über die Beteiligung Schinkels am Kunsthandwerk. Hier ist von Johannes Sievers vieles über die Möbel in seinem Band über dieses aus dem Kunsthandwerk ausgekoppelte Thema behandelt worden. Manches davon mittlerweile aufgrund auch der veränderten Zeitumstände berichtigt und behutsam korrigiert, etwa im Band von Eva Bösch-Supan über die Arbeiten für König Friedrich Wilhelm III. Und seinen Sohn. Für den Band übers Kunstgewerbe ist jedoch weiterhin dennoch kein Mangel an Stoff. Es ergeben sich gerade mit neueren Forschungen, etwa zu den Entwürfen für die Herstellung der im frühen 19. Jahrhundert weit verbreiteten Berliner Öfen oder zur Textilherstellung in Berlin, neue Einsichten und Erkenntnisse. Die Untersuchungen zu den Stoffmusterbüchern, an deren Entwürfen Schinkel beteiligt war, ergeben neue Farbeindrücke, die man etwa im Gartensaal des neuen Pavillons in Charlottenburg rekonstruiert hat. In diesem großen Feld ist Schinkel als universaler künstlerischer Gestalter zu entdecken, der als Allround-Designer für industrielle Waren, auch für eine bürgerliche Schicht, den Geschmack seiner Zeit wesentlich mitbestimmte. Materialuntersuchungen, die nur mit neuester Technik möglich waren, lassen bisher ungekannte Blicke auf die eindrucksvolle Modernität und einen Pragmatismus bei den verwendeten Werkstoffen zu. Schinkel als Protagonist einer Ideologie der sparsamen Materialität, wie es die aus Holz, nicht aus Metall hergestellten Leuchter etwa belegen. Alles dies und vieles andere soll in einem Band behandelt werden, für den Autorinnen und Autoren gewonnen sind. Band 24, der unserer Planung nach in der letzte Band sein soll, ist in mehrerlei Hinsicht ein Sonderfall. Hatten frühere Herausgeber daran gedacht, hier alles letztlich übrig gebliebene zu sammeln, entspricht dem derzeitigen Stand der Diskussion und Planung hier vor allem die Rolle Schinkels im Bauwesen und Denkmalpflege noch einmal zusammenzufassen. Vorbereitungen dafür sind im Gange. Manches andere, das im ursprünglichen Konzept vorgesehen war, die Edition der Briefe Schinkels an Familie und Freunde, ist wenigstens teilweise an anderer Stelle geschehen, etwa mit dem Band des 55 Briefe umfassenden Briefwechsels zwischen Christian Daniel Rauch und Karl Friedrich Schinkel, herausgegeben von Jutta von Simson und Christoph von Wollzogen in diesem Jahr, in der von Bernhard Marz für den Deutschen Verein für Kunstwissenschaft herausgegebenen Reihe Quellen zur deutschen Kunstgeschichte vom Klassizismus bis zur Gegenwart erschienen. Die beiden Künstler waren befreundet. Franz Krüger zeigte sie deswegen wohl auch in seinem Bild der Parade auf dem Berliner Opernplatz beieinander. In dem immer konstruktiven und freundschaftlichen Gespräch zwischen dem Deutschen Verein als der herausgebenden Institution und dem Deutschen Kunstverlag, unabhängig von allen Besitzerwechseln, war vor Jahren schon diskutiert worden, welche Möglichkeiten im digitalen Zeitalter für das Schinkelwerk genutzt werden könnten. Nachgedacht werden könnte über Digitalisierung und Vernetzung mit digitalen Ressourcen, Optionen, das gedruckte Schinkelwerk digital zu ergänzen, für die wissenschaftliche Arbeit mit modernen Mitteln zu optimieren, gibt es viele. Eine elektronisch erschlossene Ergänzung der gedruckten Publikationsform behöbe das Schinkelwerk außerdem der Verpflichtung zu einem Registerband. Das Schinkelwerk ist allerdings seit Jahrzehnten nicht mehr an einer seine Kontinuität garantierenden Institution verankert, sondern mit dem Deutschen Verein für Kunstwissenschaft verbunden, einem Zusammenschluss vieler,
die an einer breiten Förderung aller Forschungen zur deutschen Kunst interessiert sind. Die Freiheit des Schinkelwerks lässt Bewegung zu, zwingt aber auch immer neu Unterstützung, Finanzierung zu suchen und zu erbitten. Ein sichernder Faktor in dieser Durchsicht auf eine Ferne ist bei alledem die Verbindung mit dem Deutschen Kunstverlag. Alle Zukunftsmusik, die wir für das Schinkelwerk entwerfen können, ist deswegen keine Musik aus imaginären Sphären, sondern geschieht auf der Grundlage eines in 90 Jahren erprobten und bewährten Zusammenhalts zwischen einem Langzeitprojekt und seinem Verlag. Ich danke Ihnen.